Drei Äxte zu unterschiedlichen Preisen. Aber ist die teuerste auch die beste oder kann man zu einem günstigen Modell greifen, ohne dabei Abstriche zu machen? Das klären wir jetzt mit euch in diesem Video. Also, los geht's. Schon ein Ausbruch. Wir sind halt beide stumpf. Leute, ich will damit arbeiten. Ist jetzt vielleicht ein Montagsmodell, keine Ahnung. Ich will das Ding nehmen und will direkt in den Wald und will loslegen. Und damit willkommen bei BeatAdventure. Wir sind wieder Basti und Diana. Ja, wir haben uns heute diese drei Äxte ausgesucht, die wir zusammen mit euch testen möchten. Uns war wichtig, wie scharf sind sie im Auslieferungszustand, denn wir haben sie absichtlich nicht nochmal nachgeschliffen. Starten wir mit der günstigsten Axt. Wir haben hier das Modell von der Firma X-Forst, Cross-Forst, je nachdem, wie man das halt ausspricht. Wir haben hier einen Axtkopf, der 800 Gramm schwer ist. Der ist aus Kohlenstoffstahl und der Stiel ist aus Hickory-Holz. Wir haben hier unten eine Lochbohrung, wo man sich ja, Lanyard befestigen kann, eine Schnur, um sich das am Rucksack zu befestigen, je nachdem. Dazu gibt es einen Klingenschutz. Da war einmal so eine Gummilippe dabei und ja, einmal so eine Kunstlederscheide mit so einem Gummigedöns hier dran. Da ist uns direkt auch schon aufgefallen, dass es schon bei Auslieferung hier ein kleines Loch gibt und dass die Scheide auch schon kaputt geliefert wurde, sieht man jetzt hier gerade. Ja. Als nächstes kommen wir zu dem Modell von der Firma Netfoss. Hier sind wir im mittleren Preisbereich bei ungefähr 50 Euro. Der Hersteller gibt ein Gewicht von 1090 Gramm an. Ob sich jetzt dabei um das Gesamtgewicht handelt mit Stiel oder nur der Axtkopf, konnten wir jetzt nicht ermitteln. Der Hersteller hat dazu nicht wirklich irgendwelche Angaben gemacht. Der Axtkopf ist aus Kohlenstoffstahl. Der Stiel ist aus Buchenholz und auch hier haben wir wieder eine Bohrung, wo wir eine Schnur durchfriemeln können oder ein Lederband dran befestigen können, um es auch wieder am Rucksack zu befestigen. Der Klingenschutz ist diesmal aus Echtleder, der sieht so aus, hat hier noch einen Druckpunkt und hat eine Verzierung mit einer Wikingerrune. Genau. Und zu guter Letzt haben wir hier das teuerste der drei Modelle und zwar ist das die Hulta Force Hultan-Axt. Hier befinden wir uns im Preisbereich um die 100 Euro plus minus. Hier haben wir ein Kopfgewicht von 500 Gramm, ein Gesamtgewicht von ungefähr 805 Gramm. Ist damit vermutlich die leichteste der drei Äxte. Ja, der Kopf ist aus handgeschmiedetem Stahl. Das ist Ovako-Carbon-Stahl, der wird in Schweden hergestellt. Der Stiel ist aus Hickory-Holz mit einer Bohrung auch wieder zum Aufhängen. Ja, dann haben wir noch einen Klingenschutz. Der ist aus Echtleder, gefällt uns persönlich sehr gut und damit sieht das Ganze auch recht rustikal aus. So ihr Lieben, kommen wir zum Ersteindruck. Ich habe jetzt hier das günstigste Modell von der Cross-Forst, X-Forst. Was mir als erstes auffällt, ist, dass sie eigentlich ganz gut in der Hand liegt. Ne, wir haben ja auch einen halbwegs ergonomisch geformten Griff. Hier unten haben wir auch wieder so eine Nase, die hier raussteht. Damit liegt die Axt auch ganz gut in der Hand. Was mir als erstes auffällt, ist, dass hier oben im Bereich, wo der Stiel im Kopf befestigt ist, und wir diesen Sprengring haben mit dem Keil, da ist so ein kleines Stück gebrochen. Ob das jetzt schlimm ist, weiß ich nicht. Ich habe auch schon andere Äxte gehabt, wo das nicht wirklich schlimm war. Wollte ich trotzdem nur noch mal mit anmerken. Ansonsten, von der Klinge her haben wir hier die längste Klinge von den dreien. Also die breiteste, sage ich mal. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Modell. Und zwar haben wir hier die Netfoss-Axt. Die ist, soweit ich weiß, auch geschmiedet. Hier vorne haben wir eine polierte Klinge. Genau, zur Schärfe kommen wir gleich noch. Ansonsten ist der Griff, der Stiel, ein Ticken dicker als die beiden anderen. Ist auch ein bisschen schwerer. Ein gutes Stück schwerer, würde ich sogar sagen. Oben haben wir jetzt hier zwei Sprengringe und ein Keil. Das Ganze ist auch wieder verklebt. Was fällt noch auf? Das Holz fühlt sich ganz gut an soweit. Ja, solide Axt. Zur Schärfe kommen wir gleich. Jetzt kommen wir zur dritten Axt, zur Hulta Force. Ups, da haben wir sie auch schon. Ist die leichteste, das fühlt man auch gleich. Hier muss ich sagen, ist der Griff ja so ein bisschen schlitterig. Also es fühlt sich so nicht wirklich glatt an. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man es so oft drüber geht, dass man dann gleich irgendwie einen Splitter im Finger hat. Könnte man zur Not selber nachschleifen, mit Olivenöl behandeln oder so, mal gucken. Ja, zum Axtkopf. Hier oben haben wir ja so ein bisschen Patina drauf, aber das ist ja bei geschmiedeten Äxten ganz normal, dass man da so ein bisschen so ein paar Stellen hat. Auch wieder eine Klinge, die schön poliert ist. Mir fällt aber auch gerade wieder auf, dass wir hier schon einen Ausbruch haben. Und wie man sehen kann, haben wir hier in dem Bereich schon einen Ausbruch. Ja, Hulta Force. Ist natürlich schade. Aber der Ausbruch ist uns schon aufgefallen, als wir die Axt bekommen haben. Ne? Keine Ahnung, was mit der Endkontrolle da los ist. Weiß ich jetzt nicht. Wir hatten auch das Gefühl, dass sie schon vielleicht in Benutzung war. Ne? Manchmal hat man ja das Problem, dass man einen Rückläufer erhält. Gut, ist jetzt halt bei der so. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Teil und zwar die Auslieferungsschärfe. Ich nehme mal wieder die günstige. So, da haben wir jetzt hier wieder die Cross-Forst, X-Forst, je nachdem. Ich gehe mal kurz ein bisschen näher ran, dass man das vielleicht sieht. Ich opfer jetzt hier mal kurz so ein bisschen meine Armhaare. Oder auch nicht. Mal gegen den Strich. Nö, da habe ich doch mal Glück gehabt. Die Haare bleiben dran.
Das dann also zur Klingenschärfe von der X-Force. Wie gesagt, wir beurteilen ja hier den Auslieferungszustand. Die müsste man jetzt wahrscheinlich einfach nochmal nachschärfen und dann wäre die halt auch ultra scharf, hoffentlich. Gut, dann Auslieferungsschärfe Netforce. Komme ich mal wieder ein bisschen ran. Versuchen wir mal hiermit. Was ist da los? Passiert ja nichts. Mache ich irgendwas falsch? Also im Normalfall würde ja normalerweise irgendwas abgehen, da geht ja nicht ein Haar ab. Na gut, dann ist das halt so. Dritte Axt, die Hulter Force. Hier sieht man halt auch wieder die Klinge und jetzt einmal die Schärfe. Oh ja, da muss ich ein bisschen besser aufpassen jetzt hier. Ja, die schneidet mir die Haare hier raus. Ja, die ist schön scharf, trotz des Ausbruchs, gut. Das war's dann mit dem Schärfetest, würde ich sagen. Geht's dann direkt weiter ans Holzspalten. So, für den Holzspalttest haben wir uns jetzt hier einmal Holz besorgt, was ungefähr handbreit ist, ein Ticken breiter. Wird auf jeden Fall ja, ganz lustig für die Äxte, zumal die ja alle drei keine Spaltäxte sind. Ja, ich starte jetzt wieder mit dem günstigen Modell, mit der Crossforce, X-Force, wie man die auch immer nennt. Das ist schon ordentlich zu kämpfen, muss ich sagen. Also eine gewisse Spaltwirkung ist natürlich da, aber ist halt keine Spaltaxt, ne? Trotz dessen, dass die Klinge relativ stumpf war jetzt eben, spaltet er ganz gut, der Kollege. Ja, haben uns schon einen schwierigen Kollegen ausgesucht. Hier sind überall Verästelungen drin, ne? Nö, macht eigentlich einen soliden Eindruck, muss ich sagen. Bisschen Hebel muss ja auch drin sein, oder? Ja, in dem Test hat sich das günstige Modell ganz gut gemacht. Machen wir gleich mal weiter mit der Netforce, oder? Bin gespannt, weil dadurch, dass sie ja mehr wiegt, könnte sie auch eine bessere Spaltwirkung haben. Na, mal gucken. Ja, auch hier merkst du wieder, das ist keine Spaltaxt, aber lässt sich trotzdem problemlos spalten, also. Ja, easy. Easy. Nö, spalten kann sie. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ähnlich wie das günstige Modell eben. Du merkst halt nur, dass die Achsen einen Ticken schwerer ist. Aber ansonsten sind halt beide stumpf. Also was soll ich dazu sagen? Jetzt sind wir beim teuren Modell bei der Hulter Force. Geht man eigentlich davon aus, dass sie da durchgeht wie Butter, oder? Obwohl es natürlich auch keine Spaltaxt ist, aber für sowas, für irgendwas muss sie ja da sein, oder? Die Erwartungen sind da, oder? Na, was sagen die Erwartungen? Die Spaltwirkung ist nicht so brachial, Freunde. Das Holz ist einfach schon zu viel für die. Sie spaltet halt nicht weit genug, dass sie hier dran vorbeigeht. Da kommt dann halt irgendwann das Holz, was hier weiter drüber steht. Ich will sie nicht unbedingt kaputt machen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ist durch. Wollen wir das zählen lassen? Gut, jetzt haben wir auch wieder Verästelungen und so, ne? Ja, wir machen mal weiter. Wir machen mal weiter. Leute, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich meine, wir haben ja den direkten Vergleich mit den anderen beiden und gefällt mir irgendwie nicht. Jetzt haben wir uns hier mal so ein Fichtenholz gesucht, was ein Ticken schmaler ist, etwas weniger als handbreit jetzt. Kriegt das eine zweite Chance, oder? Übrigens, Basti, du hast den Handschuh vergessen. Hast du den Reflex gesehen gerade? Ja. Dürfen nicht vergessen, Handschuhe immer anziehen, ist wichtig, ne? Dass wenn man sich die Hand abhackt, dass der Handschuh auch gleich mit kaputt ist. Ist ganz wichtig. Nicht, natürlich nicht. Wir wollen natürlich keine Splitter oder irgendwas in den Fingern haben, außerdem an so einen etwas besseren Grip, ne? Ja, man sollte auch treffen, oder? Das ist keine Spaltaxt und das merkst du extrem bei der. Du merkst sofort, dass die einfach nicht für sowas ist irgendwie. Jetzt kommen die Kommentare, ja, das ist ein Hulter Force, beste Axt.
ist euer Geschmack. Mir gefällt sie optisch auch, aber wie ihr seht, spaltet sie auch Holz. Diese Hebelgeschichte traue ich mich bei der nicht. Da bewegt sich der Stiel schon. Das lasse ich mal lieber. Ja, bei dem Preis hat man halt auch wirklich hohe Ansprüche, ne? Ja, und keine Ahnung. Ich habe die anderen beiden eben. Leute, ich würde auch ganz gerne, dass die Hulter Forst am besten abschneidet, weil sie am besten aussieht. Für meinen Geschmack, ne? Aber guckt euch das an. Das ist ein anderes Arbeiten. Der Stiel, der federt. Beim Hebeln, ja, man sagt, man nimmt keine Axt zum Hebeln. Leute, ich will damit arbeiten. Ich habe keine Lust, mir das Ding an die Wand zu hängen. Oder mit dem Ding schön zu polieren und irgendwo ranzumachen. Keine Ahnung. Ich möchte mit so einem Ding arbeiten. Das muss funktionieren. Ich muss noch kurz ein bisschen machen. Ich habe noch keine hundertprozentige Meinung. So viel zum Spalttest. Ich würde sagen, wir machen auch gleich mit dem nächsten Test weiter. Und zwar versuche ich mal so ein bisschen, ja, so ein paar Locken zu schnitzen. Jetzt haben wir ja schon mal die Hulter Forst in der Hand. Dann machen wir auch mit der gleich mal weiter. Ich bleibe immer genau an der Stelle, wo dieser Ausbruch ist, hängen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier weiter links arbeite, fühlt sie sich ganz gut an. Also Locken schnitzen kann sie. Gehen wir jetzt quasi im Preis nach unten. Jetzt sind wir bei der Netfoss. Gucken, wie die sich macht. Aha. Die macht ja nichts. Obwohl, wenn du eine ganz scharfe Kante hast, dann ja. Und dann reißt es auch eher, als dass das sauber schneidet. Ja, grenzwertig. Also, ist das eine Locke? Vielleicht so ein bisschen, ne? Jetzt nicht so schön wie das hier, oder? Sieht man schon Unterschied. Na gut, mal gucken. Jetzt nehmen wir hier die günstige, die X-Force, Cross-Force. Nicht so sauber vielleicht jetzt wie die Hulter Forst, aber Löckchen kriegst du damit auch hin. Ja, soviel zum Thema Schnitzen. Ich glaube, man hat ganz gut gesehen, dass die Hulter Forst hier die Nase vorn hat. Ich glaube, da spielt sie auch ihre Qualitäten aus. Ne, also ich habe schon fast mehr das Gefühl, dass es ein etwas zu groß geratenes Messer ist als eine Axt. Aber gut, nee, aber die günstige hier, die hat sich auch gut gemacht. Staunig. Obwohl sie ja im Schärfetest jetzt nicht unbedingt ganz vorne mit dabei war. Und zwar geht es weiter mit dem nächsten Test. Wir haben jetzt hier so einen Fichtenast, den wollen wir jetzt mit den drei Äxten ja, durchtrennen. Einfach mal zu gucken, wie sie sich machen und welche dabei die Nase vorne hat. Ich fange jetzt wieder mit dem günstigen Modell an. Weiter mit der Netfoss oder was? Auch schon erwähnt, dass wir heute 30 Grad haben, oder was? Was machen wir heute? Ach, wir gehen mal in den Wald ein bisschen was hacken. Hast du meinen Wetterbericht gesehen, ey? 30 Grad. So, ein Äxtchen haben wir noch. Die Hulter Forst. Gehen wir jetzt in die Richtung oder gehen wir jetzt in die Richtung, wo es dünner wird? Ist eine Hulter Forst. Also gehen wir in die Richtung, wo es ein Ticken dicker wird. Ja, so an sich würde ich aber sagen, braucht sich die günstige Klinge gar nicht verstecken von den anderen beiden. Ja, zum Thema Netfoss. Ich persönlich finde sie ultra stumpf. Das ist eher so ein Prügeln mit dem Hammer als Wegachsen. Die Hulter Forst schneidet gut, hat aber dadurch, dass sie das geringe Gewicht hat, nicht die Power, um jetzt zügig durch sowas durchzuschlagen. Basti, was kannst du zu den Äxten jetzt nach dem ganzen Test sagen? Wir fangen jetzt einfach mal an mit der X-Force. Crossforce, wie auch immer. Wie auch immer sie heißen mag, ja. Ist eine grundsolide Axt, sage ich mal, mit ein paar Schönheitsfehlern. Wie gesagt, das Gummibändchen hier hat ein Loch. Die Scheide hier oben ist kaputt angekommen bei uns. Ist jetzt vielleicht ein Montagsmodell, keine Ahnung. Fühlt sich grundsätzlich aber gut an. Ist gut verarbeitet für das Geld, sage ich mal, ja. Okay. Dann geht's weiter mit der Netfoss. Ja, die Netfoss. Ich sag ganz ehrlich, mir hat sie nicht so gefallen.
Optisch gefällt sie mir, aber vom Handling gefällt sie mir nicht. Einmal ist sie irgendwie viel zu schwer, dann ist sie viel zu stumpf. Klar, man kann sie nachschärfen, wir werden sie auch nochmal nachschärfen, um sie dann nochmal zu testen. Aber so an sich, ja. Aber wir haben gestern schon gesagt, als sie angekommen sind, dass sie so ein bisschen an Wikinger Lab Deko erinnern. Ja, so ein bisschen ja. Deko-Kram-mäßig, ne? Und ja, muss man da für sich entscheiden, ob das jetzt was für einen ist oder nicht. Ich sag mal, mehr Deko als wirkliche Arbeitsachs irgendwie. Was sagst du zur Holter Force? Ja, die Holter Force. Viele kennen sie, viele lieben sie. Ich liebe sie noch nicht. Optisch liebe ich sie. Wir finden ja, optisch ist sie ja schön. Optisch sieht sie wirklich toll aus, ja. Sie ist schön. Durch dieses urige Lederteil hier oben sieht sie ja wirklich toll aus. Ne, und halt auch dieses... Die Klinge auch und so, die Klinge, ja. Dieses Rustikale hier vorne schön hochglanzpoliert und so. Und sie ist die einzige von den Äxten, die geschärft angekommen ist. Also gut geschärft angekommen ist. Ja, ist die einzige, die wirklich geschärft war. Aber dass sie kaputt ist. Ja, und das ist ein wirklich, muss ich sagen, ein großer Nachteil. Also ja. Das erwartet man nicht bei einer Axt, die 100, teilweise 105, 110 Euro kostet. Ne, da geht man nicht davon aus, dass sie schon direkt mit einem kleinen Einbruch kommt. Ja. Und das ist jetzt noch schlimmer geworden. Also wir werden sie auf jeden Fall umtauschen. Ja, 100%. Also ja. Das ist nichts, was womit wir uns zufrieden geben, weil das kann nicht sein. Du kannst nicht 100 Euro für eine Axt ausgeben und dann kommt die so an. So viel dazu. Ich würde sagen, ihr könnt da mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze empfindet. Vielleicht habt ihr selber auch schon eine von diesen Äxten mal ausprobiert oder habt vor, euch so eine zu holen. Oder ihr könnt uns eine empfehlen, die wir unbedingt ausprobieren müssen. Genau, lasst es uns wissen. Schreibt es am besten jetzt in die Kommentare. Basti, sag mal jetzt, welche hat deine Tests bestanden und welche kommt auf Platz 1? Ganz ehrlich, wollt ihr es wissen? Willst du es wissen? Ja. Ja, Preis-Leistungssieger bei mir, ganz ehrlich, die hier, die billige 25er oder was das hier ist. Die kann auch mal runterfallen, die kann auch mal, weiß ich nicht, der Stiel kann mal brechen oder was, holt man sich da für einen 5er nicht gleich rum, ne? Da holst du halt nicht rum. Ne? Und ist halt trotzdem auch Hickory-Holz. Für einen 20er ist okay. Platz 2, Platz 3, wähl aus, Basti. Platz 2, Freunde, die Holter Force. Echt? Ja. Bei mir Platz 2, die Holter Force. Optisch ist es für mich eine 1, ganz ehrlich. Aber hier geht es jetzt gerade nicht um die Optik. Wir wollen das Ding nicht an die Wand hängen. Wir wollen damit arbeiten, wir wollen damit Sachen betonen, wir wollen damit Brennholz machen und so weiter. Wir wollen Bushcraft-mäßig mit was anstellen. Und ja, da holst du schon hinterher, wenn du da irgendwie mal ein Kratzerchen reinmachst. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht mir einfach darum, dass sie in den Tests einfach nicht so abgeschnitten hat, wie die Erwartungen das vorausgesetzt haben. Also meine Erwartung. Meine Erwartung war einfach, dass sie hier wie Butter durchgeht, überall, dass sie auch bei den Hacktests besteht. Hat sie für mich nicht. Wir geben sie aber nicht auf. Wir werden sie auf jeden Fall umtauschen. Ich schiebe es jetzt einfach mal darauf, dass sie halt vorne diesen Ausbruch hat. Ja. Wir werden auch nochmal das Beil kaufen und werden dann die beide miteinander vergleichen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Scharf war sie. Wir haben ja gesehen, Feathersticks kannst du damit schnitzen. Ja. Schnitzarbeiten, wunderbar. Platz 3? Ja, Leute, Netforce, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. Ganz ehrlich, das Ding ist ultra klobig, ultra schwer. Sieht zwar auch schön aus, könnt ihr euch an eine Wand hängen oder so, weiß nicht, hier mit dem Wikinger-Teil unten drauf. Wikinger-Lab. Ja, mehr aber auch nicht. Man müsste sie jetzt auch nochmal komplett nachschärfen, um beurteilen zu können, wie sie sich dann verhält. Aber wir haben ganz am Anfang zu euch gesagt, wir wollen die Äxte testen, wie sie zu Hause ankommen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ihr müsst die Äxte nachschärfen. Leute, ich will die Axt, ich will sie benutzen. Ich direkt möchte nicht anfangen, zu Hause das Ding mich hinzusetzen und das Ding erstmal da 5 Minuten zu schleifen. Nein, ich will das Ding nehmen und will direkt in den Wald und will loslegen. Also ich finde vor allem, wenn man eine für 100 Euro kauft, ne? Ja. Da erwartet man auch, dass sie zu Hause so geschärft ankommt, dass du sie auspacken kannst und direkt loslegen. Die war ja auch scharf, kann man nicht anders sagen. Die war auf jeden Fall scharf. Aber jetzt die Netforce 50 Euro, da erwartet trotzdem, dass sie scharf zu Hause ankommt. Ja. Und die war von allen drei stumpf. Eure Meinung interessiert uns, also schreibt das jetzt auf jeden Fall in die Kommentare und hier oben haben wir euch auch andere Videos von uns verlinkt und denkt immer dran, macht's gemeinsam, allein ist einsam und wenn es nicht gemeinsam geht, dann macht's mit uns. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde, bis dahin, macht's gut, ihr Lieben, ciao. Gemeinsam geht, macht's mit uns. Macht's mit uns? Macht's mit uns, macht's mit Max Mutzke. Max Mutzke, eine Fichtenstange.